Ja, die Moderung stimmt offensichtlich nicht. Ich begrüße Sie dennoch zu der Fortsetzung der Ringvorlesung Medienkulturen des Dokumentarischen. Wir kommen heute zu einem ganz besonderen, wichtigen Thema in der Entwicklung vor allem der Bundesrepublik Deutschland. Das ist das Thema Rote Armee-Fraktion, RAF, die in den 70er Jahren ja, wie Sie wissen, sehr eigenwillige, dann politische, dann auch militante Konzepte verfolgte. Sie haben eine Terrorismusdebatte in Deutschland angestoßen, die diesen Staat sehr nachhaltig veränderte in den 70er, 80er Jahren. Und die, ja, man muss sagen, fast relativ spät erst einen dokumentarischen Nachhall gefunden haben. Lange Zeit hat man sich auf populärem Level daran nicht dran getraut. Es gibt natürlich einige Filme aus der Szene selber, die über die Gefangenen, die Situation der Gefangenen, über einzelne politische Aspekte reflektierten, die aber immer nur in der Szene zirkulierten. Prominent wurde das Thema erst Ende der 80er, 90er Jahre verhandelt. Genauer weiß das unser Gast heute, Christian Hissnauer. Christian Hissnauer, ja, ist langjähriger Kollege aus der GFM, Medienwissenschaftler mit dem Spezialgebiet Fernsehgeschichte. Und das muss man deswegen auch betonen, weil Fernsehen innerhalb der Medienwissenschaft nur ein kleines Teilgebiet darstellt, also anders als man das vielleicht vermuten würde, zu dem seriös nur relativ wenige Leute, eigentlich nur eine Handvoll von Leuten hier in Deutschland arbeiten. Und er hat in diesem Bereich gleich mehrere Bücher vorgelegt. Ich gucke mal nach, weil ich will jetzt nicht falsch zitieren. Sie sind aber natürlich allen bekannt. Das erste, das große war zu Fernseh... Na, jetzt hat sie es hier verändert. Toll. Na, ist egal, muss ich doch aus dem Kopf machen. Kenne ich aber auch. Das erste große war über Fernsehdokumentarismus. Ein bislang kaum oder wenig beachtetes Gebiet, bei dem er 2011 nochmal die gesamten Debatten, die es zum dokumentarischen Film gab, zusammenstellte und das aus Fernsehen anwandte. Bis heute eine sehr wichtige Studie über dieses gesamte Themenfeld. Zwei Jahre später legt er vor, eine Studie über die Wegmarken des Dokumentarismus zusammen mit Bernd Schmidt. Hier vor allem die sogenannten Hamburger Schulen im Fokus. Das ist eine Beobachtung darüber, wie sich hier in verschiedenen Generationen seit den 50er Jahren hier in Hamburg verschiedene dokumentarische Stile entwickelt haben. Christian Hissnauer arbeitet derzeit in einem DFG-Forschungsprojekt in Göttingen. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und zu dem Thema RAF spricht. Bitte schön. Danke. Ach, eins noch. Bevor ich es vergesse. Hat mit dem Thema auch ein bisschen was zu tun. Wir geben gleich ein paar Flyer um. Mit einer Ankündigung des Sinnefestes und dem Sinnegraf-Kongress, der dieses Jahr zu dem Thema Gegenöffentlichkeit stattfindet. Ein Thema, das mit der RAF durchaus verwandt ist, könnte man sagen, weil das auch eines war, das in der Szene zirkulierte, zu dem auch Filme entstanden und auf die die RAF selbst auch ein Stück weit auch reagierte. Wer sich dafür interessiert, Sie sind herzlich willkommen. Es gibt hier viele Filme in Hamburg, die dazu gezeigt werden, aber auch einen Kongress dazu. Ja, bitte schön. Danke. Schleier ist gestorben. Für uns alle, nicht nur für uns Deutsche, ist die Chance erhalten geblieben, die Gefahr des Terrorismus zu bannen. Wir neigen uns vor dem Toten. Wir alle wissen uns in seiner Schuld.
Im Namen aller deutschen Bürger bitte ich Sie, die Angehörigen von Hans-Martin Schleyer, um Vergebung. Köln, 5. September 1977, Entführung von Hans-Martin Schleyer. 13. Oktober, Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut. 18. Oktober, Selbstmorde von RAF-Terroristen in Stammheim. 19. Oktober, Hans-Martin Schleyer ist tot. 0:38 hier ist der Deutschlandfunk mit einer wichtigen Nachricht. Die von Terroristen in einer Lufthansa-Boeing entführten 1680 Geiseln sind alle glücklich befreit worden. Dies bestätigt ein Sprecher des Bundesinnenministeriums soeben in Bonn. Ein Spezialkommando des Bundesgrenzschutzes hat um 0 Uhr die Aktion auf dem Flughafen von Mogadischu gestartet. Diese Meldung löst im Hochsicherheitstrakt der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim den mehrfach angedrohten kollektiven Selbstmord aus. Damit ist auch das Leben von Hans-Martin Schleyer verwirrt. Den Entführern bleibt nur noch Rache, die Ermordung ihres Opfers. Der Versuch der Freipressung von RAF-Terroristen durch die Entführung Schleyers und der Landshut ist also gescheitert. Wären die Selbstmorde von Stammheim verhindert worden, hätte es zumindest die Chance gegeben, mit den Entführern weiter zu verhandeln. Der Kollektivselbstmord verhindert dies. Andreas Bader galt als Kopf der inhaftierten RAF-Terroristen. Erst 1972 in Frankfurt festgenommen worden. Jan-Karl Raspe galt als Baders Assistent und wurde mit Bader zusammen in Frankfurt festgenommen. Gudrun Enslin wurde gleichfalls 1972 in Hamburg festgenommen. Irmgard Möller, ebenfalls 1972 in Offenbach festgenommen, überlebte als Einzige. Eine der Zellen im 7. Stock der Haftanstalt Stammheim. Alle hier einsitzenden RAF-Mitglieder waren zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Da ihre Anwälte aber gegen diese Urteile Einspruch eingelegt hatten, wurden die Häftlinge wie Untersuchungsgefangene behandelt. In den Zellen hatte jeder von ihnen Zeitungen, Zeitschriften und bis zu 500 Bücher. Dadurch wurden die Zellendurchsuchungen erheblich erschwert. In diesen Zellen und speziell präparierten Verstecken wurden nach den Selbstmorden 3 Pistolen, die entsprechende Munition und 262 Gramm Sprengstoff gefunden. Die in Stuttgart-Stammheim einsitzenden Häftlinge waren im 7. Stock der Justizvollzugsanstalt im sogenannten Hochsicherheitstrakt untergebracht, der vielfach gesichert war. So konnte er zum Beispiel nur nach Ausschaltung einer Alarmanlage betreten werden. Dieser Flur wurde mit Fernsehkameras überwacht, die bei der geringsten Bewegung innerhalb des Flures sofort an verschiedenen Stellen Alarm ausgelöst hätten. Die Türen zu den Zellen waren ebenfalls mehrfach gesichert. Die Schlüssel wurden in einem Spezialschrank verwahrt, der nur nach Ausschaltung einer weiteren Alarmanlage geöffnet werden konnte. Jan-Karl Raste war in der Zelle 716, Andreas Bader in 719, Gudrun Enslin in der gegenüberliegenden Zelle 720 und Irmgard Möller in Zelle 725. Unmittelbar nach dem Anschlag auf Hans-Martin Schleyer wurden auf Veranlassung des Generalbundesanwalts sämtliche Zellen durchsucht, allerdings ohne Ergebnis. Als dann am 6. September die Entführer in ihrem Ultimatum die Freilassung auch dieser Häftlinge forderten, trat sofort eine Kontaktsperre in Kraft. Das heißt, die Häftlinge durften sich untereinander nicht mehr sehen. Ihnen wurden Fernseher, Radios und Zeitungen weggenommen und gleichzeitig alle Kontakte nach außen, auch zu den Rechtsanwälten, unterbunden. Um eine Verständigung durch Zuruf oder Klopfen zwischen den Zellen zu verhindern, wurden die Häftlinge möglichst weit auseinandergelegt. An den Zellen wurden zusätzliche Dämmmittel angebracht. Offensichtlich aber hatten die Häftlinge solche Maßnahmen vorausgesehen. Die spätere Rekonstruktion ergab, dass die Häftlinge durch technische Schaltungen des Stromkreises und des Rundfunknetzes bei Benutzung der ihnen gebliebenen Plattenspieler und Lautsprecher trotz der Kontaktsperre in der Lage waren, miteinander in Kontakt zu treten. Bei Jan-Karl Raspe fand man später ein Transistorradio, mit dem er offensichtlich die Meldung über die geglückte Aktion in Mogadischu empfangen hatte. Es ist daher rekonstruierbar, dass Raspe diese Meldung über die beschriebenen Wege an Bader, Enslin und Möller weitergab
und die Gefangenen sich untereinander auf einen gemeinsamen Selbstmord in dieser Nacht verständigten. Raspe und Bade erschossen sich in ihrer Zelle, Gudrun Enstein erhängte sich am Zellengitter, Irmgard Möller versuchte, sich mit einem Messer zu ersticken. Sie überlebte als Einzige. Das war der Beginn der ZDF-Dokumentation Rekonstruktion, Entführung und Ermordung von Hans-Martin Schleyer aus dem Jahr 1982. 5 Jahre nach dem sogenannten Deutschen Herbst ist sie einer der ersten Gedenktagsproduktionen, die sich dem RAF-Terrorismus widmet. Verantwortet wurde sie unter anderem von dem damals sehr bekannten Journalisten Ruprecht Eser. Man kann also davon ausgehen, dass es sich dabei um eine, nach journalistischen Maßstäben, objektive Darstellung der Geschehnisse handelt. Zumindest dürften die meisten Zuschauer eine solche Darstellung erwarten. Denn, um Postner et al. Zu zitieren, wie bei viel? Nur Licht. So. Also, ich zitiere, wie bei vielen Alltagssituationen erweist es sich als unfruchtbar, zentrale Basisannahmen zu hinterfragen. Genau deshalb aber auch sind wir medial manipulierbar. Die Authentizität oder in unserem Fall die journalistische Objektivität, bildlicher und insbesondere filmischer Medien ist aus ganz pragmatischen Gründen nicht fortwährend in Frage zu stellen. Zitat Ende. Das heißt, wir haben in der Regel gelernt, Nachrichten, Magazinsendungen und Dokumentationen zu vertrauen, ihnen Glaubwürdigkeit und ein gewisses Maß an Objektivität zuzuschreiben. Dies gilt insbesondere für journalistische Produktionen. Aber sind Dokumentationen objektiv? Können sie es überhaupt sein? Oder betreiben sie nicht fortwährend ihre eigene Politik? Klaus Kreimeier schrieb einmal dazu, das Fernsehen dokumentiert unsere Wirklichkeit nicht. Es verfälscht oder manipuliert sie aber auch nicht unbedingt, sondern es bereitet sie wieder auf. Es macht politische und gesellschaftliche Wirklichkeiten konsumierbar. Den Rohzustand unserer Zivilisation fängt es in Dramaturgie und Erklärmodelle ein. Wirklichkeitsbezüge treten nie als solche, sondern stets als bereits interpretiertes Bild auf. Die Darbietungsgestik dirigiert unsere Wahrnehmung und dominiert schließlich auch das Wahrgenommene selbst. Für Kreimeier ist das Fernsehen daher eine große Erklärmaschine. Ich zitiere weiter. Wirklichkeit wird so zur Kompositionsfrage und das Ereignis zum Material einer Erklärmaschine, die dazu tendiert, ihren Selbstlauf, ihre eigene Dynamik zu entwickeln. Ein Ereignis ist genau genommen nur das, was in dieser Erklärmaschine gerät und als interpretiertes, wiederaufbereitetes Ereignis alsbald zum Kommunikationsgegenstand wird. Zitat Ende. Wenn ich also hier von Geschichtspolitiken spreche, mit denen der RAF-Terrorismus in dokumentarischen Produktionen verhandelt wird, so ist dies nicht zwingend als Form bewusster Manipulation zu verstehen. Vielmehr bestimmen mediale Eigendynamiken sowie hegemoniale Sagbarkeitsfelder, also das Spektrum im gesellschaftlichen Konsens als legitim erachteter Meinung, die Darstellung der RAF. Dabei ist zu berücksichtigen, dass insbesondere Primetime-Dokumentationen dieses Sagbarkeitsfeld nicht nur reproduzieren, sondern es gleichsam auch konstruieren. Analysiert man solche Produktionen, so lässt dies daher Rückschlüsse auf den öffentlichen Diskurs zu. Die Bezeichnung RAF verwende ich hier als eine Art Chiffre. Gemeint ist das soziale Phänomen RAF bzw. des bundesdeutschen Linksterrorismus der 1970er und 80er Jahre, das auch die staatlichen und gesellschaftlichen Reaktionen umfasst. Im Unterschied zur Darstellung des bundesdeutschen Linksterrorismus in Spiel- und Fernsehfilmen ist die Repräsentation der RAF und vergleichbarer Gruppierungen in dokumentarischen Produktionen bislang kaum untersucht worden. Dies gilt insbesondere für den Fernsehdokumentarismus. Ich konzentriere mich daher heute vor allem auf Fernsehproduktionen. Dokumentarfilme im Kino und insbesondere, die auch schon Thomas Weber angesprochen hat, in alternativen Kreisen, also vor allem alternative Videoproduktionen zu der damaligen Zeit, wie Projekt Arthur von 1987 oder Über Holger Mainz, ein Versuch, unsere Sicht heute von 1982, haben naturgemäß andere Freiheiten und Ansätze. Sie können, wie bereits der Essayfilm Deutschland im Herbst von 1977-78, viel eher Formen von Gegenöffentlichkeit darstellen, als dies in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten oder in den werbefinanzierten Programmen privatwirtschaftlich organisierter Programmanbieter möglich wäre.
Bewusste Subjektivität, explizitere Systemkritik, Infragestellen des staatlichen Gewaltmonopols, andere Opferdiskurse etc. sind eher dort zu finden. Erst in den letzten Jahren, so scheint mir, wird auch in Fernsehdokumentationen und Berichten vermehrt das staatliche Handeln kritischer hinterfragt. Dies wäre aber noch genauer zu überprüfen. Im Folgenden fokussiere ich neben einigen allgemeinen Aspekten vor allem den Opferdiskurs in ARF-Dokumentationen. Erinnern bedeutet immer weniger, sich auf eine Geschichte zu besinnen und immer mehr ein Bild aufrufen zu können, schrieb Susan Sonntag in ihrem Essay »Das Leiden anderer betrachten«. Bilder sind, so Sonntag, für die Erinnerungskultur einer Gesellschaft besonders wichtig. Sie betont daher die Bedeutung von Fotos für das kollektive Gedächtnis. Ich zitiere, »Fotos, die jeder erkennt, sind heute ein wesentlicher Bestandteil dessen, worüber sich Gesellschaften Gedanken machen oder worüber sie nachzudenken sich vornehmen. Solche Gedanken nennt man Kernerinnerung, aber auf längerer Sicht ist das eine Fiktion. Streng genommen gibt es kein kollektives Gedächtnis. Was man als kollektives Gedächtnis bezeichnet, ist kein Erinnern, sondern ein sich Einigen. Darauf, dass dieses wichtig sei, dass ich eine Geschichte so und nicht anders zugetragen habe, samt den Bildern, mit deren Hilfe die Geschichte in unseren Köpfen befestigt wird. Zitat Ende. Ein solches Sich-Einigen wird gerade auch durch Kino- und Fernsehfilme oder Dokumentation geleistet, als permanenter gesellschaftlicher Prozess oder Diskurs. Daher kann man sie als kulturelle Selbstvergewisserung verstehen. Die medial vermittelten Geschichtsbilder, hier auch in Form von deutenden und interpretierenden Narrativen, und die entsprechenden bzw. begleitenden Diskurse repräsentieren somit unser sozial geteiltes Wissen von Geschichte, teilweise losgelöst von den tatsächlichen Ereignissen. Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen. Die Geschichtsbilder und Narrative repräsentieren nicht nur unser historisches Wissen. Geschichtsdokumentation und historische Spielfilme wie beispielsweise der Baader-Meinhof-Komplex formen mittlerweile die Geschichtsbilder der Gesellschaft deutlich mehr als die Historiker. Selbst im Schulunterricht werden sie, oftmals unhinterfragt, als anschauliches Lehrmaterial eingesetzt. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch Gedenk- und Stichtage, da sie im Rahmen eines historischen Eventfernsehens, wie Ebrecht und Steinle es mal benannt haben, zum Teil regelrecht inszeniert werden. Zeitgeschichtliche Ereignisse werden so als erinnerungswert und für die eigene Geschichte bzw. das Geschichtsbewusstsein bedeutsam konstruiert. Für die Erinnerung an die RAF ist der sogenannte Deutsche Herbst im September, Oktober 1977 das Gedenkdatum mit geschichtspolitischen Konsequenzen. In Erinnerung an die RAF werden dadurch die 44 Tage zwischen der Entführung Schleyers und den Toten von Stammheim im September und Oktober 1977 nahezu zu einem Endkampf stilisiert. Dies ist zum Beispiel in dem Spielfilm Der Baader-Meinhof-Komplex von 2008 extrem auffällig, denn der Film endet mit dem Todesschuss auf Schleyer. Der Schuss wird als ein Schlusspunkt inszeniert, an dem eine desillusionierte RAF steht. Nicht einmal in einem Rolltext wird auf die danach folgenden 21 Jahre der RAF-Geschichte verwiesen. In der Dokumentation »Die RAF« von Stefan Aust und Helmer Büchel aus dem Jahr 2007, also 30 Jahre nach dem Deutschen Herbst, werden die Ereignisse nach dem Deutschen Herbst lediglich innerhalb genau einer Minute schlaglichartig zusammengefasst. Sie erscheinen damit als eigentlich unbedeutsam, ein Epilog, nicht mehr. In der Baader-Meinhof-Komplex ist sie nicht einmal mehr das. Bernd Eichinger, Produzent und Drehbuchautor, rechtfertigte das Ausradieren der Geschichte in einem Playboy-Interview lapidar damit, dass ich dieser Epilog nicht geschrieben habe. Das Verkürzen der Geschichte, das auch in Aust Buch und in den anderen Dokumentationen bzw. Dokudramen zum sogenannten Deutschen Herbst zu beobachten ist, ist aber geschichtspolitisch relevant. Dieses Weglassen ist deshalb so wichtig, weil damit ein, wenn auch verlustreicher, Sieg des Rechtsstaats über den Terrorismus erzählt wird. Ein Deutungsrahmen, den Helmut Schmidt selbst in Rekonstruktion die Entführung und Ermordung Hans-Martin Schleyers vorgibt. 5 Jahre nach dem sogenannten Deutschen Herbst interpretiert die Ereignisse rückblickend. Heute aus der Rückschau von 5 Jahren, welche Bedeutung hatten diese Ereignisse vom Oktober 1977 in der Bundesrepublik für diese Gesellschaft, für sich selbst?
Ich glaube, für die Menschen in der Bundesrepublik Deutschland bestand die größte Bedeutung darin, dass sie gesehen haben, ihr Staat kann handeln. Die Spitzen ihres Staates halten sich auch in äußerster Gefahr an die Gesetze und an das Grundgesetz. Die Spitzen ihres Staates handeln mit Vernunft und nicht aus augenblicklichen Aufwallungen heraus. Sie handeln sorgfältig. Und die Menschen haben gesehen, die Spitzen ihres Staates, und das schließt alle Parteien des Bundestages ein, in diesem großen Krisenstab, sie handeln unter sorgfältigster, peinigender Abwägung der moralischen Gebote, die jenen Menschen und noch mehr einem, der für andere Mitverantwortung trägt, auferlegt sind. Es war eine große Bewährungsprobe des Rechtsstaates, und zugleich hat es das Vertrauen der Menschen in unseren Staat wesentlich gefestigt. Aber in unserem Staat. Der deutsche Herbst, also hier als Zeichen verstanden, als Schlagwort verstanden, ist eine Geschichte des vermeintlichen Sieges. In dem der deutsche Herbst dergestalt in der bundesdeutschen Erinnerungskultur als eine finale Auseinandersetzung stilisiert wird, wird von der Geschichte des Scheiterns, die darauf folgte, abgelenkt. In den 1980er Jahren kommt es immer wieder zu neuen Anschlägen, die nicht verhindert werden können. Es sterben sogar mehr Menschen nach dem deutschen Herbst als davor. Die RAF rekrutiert verstärkt nach dem deutschen Herbst und den Toten von Stammheim neue Mitglieder und entwickelt sich dabei immer mehr zu einem Phantom, über das die staatlichen Behörden im Prinzip nichts mehr wissen. Schlussendlich löst sich die RAF aus eigenem Antrieb auf. Sie wird also nicht im engeren Sinne zerschlagen. Der gewählte Stichtag des Gedenkens beinhaltet also eine Geschichtsdeutung. Gerade dann, wenn Geschichte dadurch verkürzt wird. Im Unterschied zur erzählten RAF-Geschichte wird etwa dem Nationalsozialismus auf andere Weise gedacht. Die unterschiedlichen Stichtage dienen dazu, Anfang und Ende des sogenannten Dritten Reichs zu thematisieren. Die RAF wird hingegen auf eine kurze Episode reduziert. Der deutsche Herbst thematisiert die Gewalt der RAF in einer spezifischen Art und Weise, da vor allem der Selbstzweck des RAF-Terrorismus betont wird. 1977 ging es nur noch um die Befreiung der RAF-Führungsspitze. Eine politische oder moralische Legitimation, gerade auch bei der Entführung der Urlaubsmaschine, ist damit überhaupt nicht mehr erkennbar. Heinrich Brilleur zum Beispiel verzichtet in seinem Dokudrama Todesspiel von 1997 nahezu konsequent auf eine Kontextualisierung des Terrorismus, womit er diesen Aspekt betont. Dies gilt ebenso für Roland Suso Richters Fernsehfilm Mogadischu aus dem Jahr 2008. Außen und Edel hingegen gehen in ihrer Dokumentation die RAF durchaus auf die Motive ein, die junge Menschen Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre vermeintlich in den Untergrund getrieben haben. Mitte der 1970er Jahre erscheint der RAF-Terrorismus jedoch selbst in diesem größeren Rahmen nur noch als ein Kampf um des Kampfes willen, eine sinnlose Eskalation der Gewalt. Hieran lässt sich noch ein anderer Aspekt verdeutlichen. Geschichtsdokumentationen erzählen. Das heißt auch, sie setzen Anfang und Ende einer Geschichte und behaupten von sich, zumindest implizit, alle relevanten Aspekte der Geschichte zu umfassen. Allein durch diese Setzung betreiben sie Geschichtspolitik. Das habe ich bereits am Beispiel des vermeintlichen Endpunkts 1977 verdeutlicht. Es ist aber auch ein Unterschied, ob man die Geschichte der RAF am 2. Juni 1967 beginnen lässt, mit den Kaufhausbrandstiftungen am 2. April 68 oder mit Andreas Baders Befreiung aus der Haft und Ulrike Meinhofs Sprung in den Untergrund am 14. Mai 1970. So würde die Benno-Ohne-Sorg-Geschichte zumindest die Frage stellen, ob die Radikalisierung der Studentenbewegung, zumindest subjektiv, nicht eine Folge staatlicher Überreaktion darstellt. Beginne ich mit der schießwürdigen Befreiung des Kleinkriminellen Andreas Baders, so erzähle ich natürlich eine ganz andere Geschichte. Ja, in eine Geschichte, die, in der natürlich eher das staatliche Agieren und das staatliche Handeln legitimiert wird. Stichtagsjournalismus oder allgemeiner Geschichtsdokumentation aktualisiert zeitgeschichtliches Wissen und verankert historische Erinnerungen im kollektiven Bewusstsein in einer für die aktuellen Situationen bedeutsamen Form.
So ist zum Beispiel in der Dokumentation Rekonstruktion, die Entführung und Ermordung Hans-Martin Schleyers von Ruprecht Eser auffällig, dass zunächst mal der nicht explizit vorgebrachte Mordvorwurf entkräftet wird. Damals war die Vorstellung staatlich sanktionierter Morde in der linken Szene nahezu eine Gewissheit. In den ersten 9 Minuten, den Anfang davon habe ich Ihnen gezeigt, wird durch den Kommentar und mit Hilfe von Schaubildern in der Art des Schulfernsehens der späten 1970er Jahre erklärt, dass niemand von außen in die Zelle hätte kommen können. Ebenso wird das Kommunikationssystem der Gefangenen detailliert erläutert. Damit ist bereits der Duktus der ganzen Produktion vorgegeben, die vor allem das staatliche Handeln, zum Beispiel durch unkritische Interviews mit Staatsvertretern, zu rechtfertigen sucht. Stefan Aust und Helmer Büchel hingegen hinterfragen 2007 in ihrem Zweiteiler, die RAF, auch das staatliche Vorgehen und weisen auf Ungereimtheiten und ungeklärte Fakten hin. 30 Jahre nach den Ereignissen ist also ein anderer Blick auf die Terrorismusabwehr möglich als 1982, also in einer Zeit, als die RAF noch eine akute Bedrohung darstellte. Auffällig ist in Aust und Büchels die RAF die besondere Inszenierung Peter Jürgen Burgs, der Aust Hauptgewehrsmann auf der Seite der Ex-Terroristen ist. Er wird gegenüber allen anderen Zeitzeugen, auch den Staatsvertretern und den Opfern, herausgehoben, da er nicht immer vor dem gleichen rot-schwarzen Hintergrund interviewt wird. Zum Beispiel lässt Aust Burg das Grab von Andreas Bader, Gudrun Enzlin und Jan-Karl Raspe besuchen. Aust gibt Burg hier die Gelegenheit, sich von Bader zu distanzieren. Burg betont entsprechend im Voice-Over, dass der Terrorismus selbstsüchtiger war, als er damals glaubte. Burg wird also durch die Inszenierung hervorgehoben. Gleichzeitig lässt Aust ihm hier den Platz, sich auch als reumütiges Opfer der RAF darzustellen. Das ist für Aust wichtig, um seinen Gewehrsmann nicht zu beschädigen. Ähnliche Rhetoriken hat Judith Kailbach für den Umgang mit Wehrmachtssoldaten und SS-Angehörigen in Geschichtsdokumentationen aufgezeigt. Die Soldaten können nur von Verbrechen berichten, wenn sie selbst darin, wie stark auch immer, verstrickt waren. Ihre Tatbeteiligung kann aber nicht hinterfragt werden, wenn man die Glaubwürdigkeit und den Belegcharakter der Aussage nicht in Frage stellen will. Ähnlich ist es bei Aust. Auch er fragt bei Burg nicht genau nach, wie seine Beteiligung an den Anschlägen und der Entführung Schleyers im Einzelnen aussah. Wissen wird hier also um den Preis des Nichtwissenwollens erreicht. Heinrich Belloeur entgeht diesem Problem in seinem Dokudrama Todesspiel dahingehend, dass die Spielszenen nicht mehr Verfilmungen der Interviews sind, wie es noch in der Staatskanzlei oder einmal Macht und Zurück der Fall war. Das sind frühere Dokudramen von Brilleur. Dazu kommt, dass Burg für Brilleur nicht so eine wichtige Stellung als Zeuge einnimmt. Also ist es hier nicht so wichtig, ihn nicht zu beschädigen wie bei Aust. Während Eser und Aust einen dominanten Voice-Over-Kommentar einsetzen, fungiert bei Brilleur das Reenactment, also das Nachspielen von Ereignissen, als Autorität. Dadurch entsteht eine filmische Rhetorik, in der es keinen Platz für Widersprüchlichkeiten oder Zweifel gibt. Die nach vorne treibende Handlung, die konflikthafte Zuspitzung, das emotionale Drama sind die wesentlichen Charakteristika des Films. Wie stark dabei Widersprüchlichkeiten eliminiert werden, sieht man an Brilleurs Umgang mit Irmgard Möller. Sie bestreitet, soviel ich weiß bis heute, dass es einen kollektiven Selbstmord gab. In Brilleurs Film ist dieser Selbstmord nicht nur filmisch inszeniert, es fehlt auch jeglicher Hinweis darauf, dass zumindest in linken Kreisen an der Selbstmordthese gezweifelt wurde und die Vorstellung staatlicher Mordkommandos zu neuen Radikalisierungen führten. Brilleur hat dabei erst gar nicht versucht, Irmgard Möller für seinen Film zu einem Interview zu bewegen, da er gewusst habe, was sie ihm erzählen werde und er ihren Erinnerungen offenkundig nicht glaubt. Das ist für einen Autor eines Dokus-Dramas bedenklich, der immer wieder seine exakte Recherche hervorhebt und den Aufwand, den er damit betreibt. Er nimmt den Zuschauern die Möglichkeiten, sich dazu zu verhalten. Man bekommt keinen Eindruck davon, ob Irmgard Möller bewusst lügt, in einer Lebenslüge gefangen ist oder hier andere Gründe eine Rolle spielen. Geschichtspolitik durch Verschweigen. Anders geht Lutz Hachmeister in seinem Film Schleier, eine deutsche Geschichte von 2003 vor, aus dem ich jetzt einen Ausschnitt zeige. Da gab es ja dann auch das berühmte Gerücht, dass dieser eine Mensch da in die Welt gesetzt hat mit dem Heidrich, dass mein Mann im Auto saß, jeden Tag mit ihm früher, also
er fuhr in seinen Laden und da halt er ihn sein. Nur am Tag des Attentats wäre er nicht tot. Also war das völlig verloren. Wir kannten ihn eigentlich gar nicht, was er nur so geladen war. Codenick hieß der Mann, jetzt fällt es mir ein. Heimlich pflegte sehr oft jeden Tag mit einem anderen Herrn im Auto zu fahren. Dieser andere Herr fuhr an diesem Tag nicht mit ihm, deswegen ist der andere Herr nicht ermordet worden, dieser andere Herr hieß Schleier. Ich will jetzt Folgendes sagen. So gegen ich den Mord an Hans-Martin Schleier bin, so ekelhaft finde ich, dass seine ganze Vergangenheit einfach nicht dargestellt wird. Schleier, eine deutsche Geschichte, ist die erste Dokumentation, in der Schleiers NS-Vergangenheit eine große Rolle spielt. Nach seiner Ermordung durch die RAF im Oktober 77 werden in der öffentlichen Erinnerung Schleiers Leben seither ganz vom Ende bestimmt, so Bachmeister. Um das Opferbild nicht zu beschädigen, hörte 1977, so Hachmeister weiter, schlagartig alle ernstzunehmenden Recherchen über die Biografie des vom Staat Geopferten auf. Im Unterschied zu Brilleur nimmt Hachmeister den falschen Vorwurf auf, Schleier habe ein offenkundig enges Verhältnis zu Reinhard Heydrich gehabt. Aber er bezieht dazu in der filmischen Rhetorik Stellung, indem er Schleiers Witwe Waltrude diesen Vorwurf, bevor er überhaupt gemacht wird, als Lüge einordnen lässt. Was natürlich nicht heißt, dass Schleier nicht zur NS-Funktionselite gehört hat. Immerhin war er als Leiter des Präsidialbüros im Zentralverband der Industrie für Böhmen und Mähren mitverantwortlich für die sogenannte Arisierung der tschechischen Wirtschaft. Ein Aspekt, den Waltrude Schleier offenkundig verdrängt, wie an einer späteren Stelle des Films und beispielsweise auch in Brilleurs Todesspiel deutlich wird. 1944 ziehen Hans-Martin Schleier und seine Frau aus ihrer kleinen Wohnung in eine Villa um, die im vornehmen Prager Diplomatenviertel Lubenitz liegt. Hier wird auch Schleiers erster Sohn Hans Eberhard geboren. Ja, wir suchen ja schon seit Jahren ein bisschen nach einer größeren Wohnung und das wurde uns dann angeboten und ich weiß ja auch nicht mehr, wie das richtig vor sich gegangen ist. Wir haben halt da plötzlich drin gewohnt. Es waren viele Villen frei in Lubenitz. Bedingt durch die Verhältnisse, dass die Besitzer nicht mehr da waren, die Vorbesitzer. Die Villa gehörte einer Prager Jüdin, Marie Weignerowa. Sie wird gezwungen, Haus und Grund an den deutschen Auswanderungsfonds für Böhmen und Mähren zu überschreiben. Zu einer Auswanderung sollte es nicht mehr kommen. Marie Weignerowa wird nach Auschwitz deportiert und dort umgebracht. Es wurde. Verdrängung und lückenhafte Erinnerungen sind bei Zeitzeugen ein größeres Problem als bewusstes Lügen. Zudem darf man nicht vergessen, dass sich Erinnerungen auch verändern und sich oftmals narrativen Mustern anpassen. In gewisser Weise betreiben so Zeitzeugen ihre eigene unbewusste Geschichtspolitik. In den vergangenen Jahren ist immer wieder moniert worden, dass es kaum ein Interesse an den Opfern des RAF-Terrorismus gäbe. Das Desinteresse an den Opfern wird scheinbar vor allem in den Produktionen thematisiert, die Opfern einen breiteren Raum gewähren, quasi auch als Selbstlegitimation. Das Interesse an den Opfern hat aber nicht nur einen moralischen Aspekt, dieser wird lediglich funktionalisiert. Der Opferdiskurs ist immer auch geschichtspolitisch relevant, wie ich im Folgenden hauptsächlich am Beispiel von Mogadischu zeigen werde. Auch hier steht Mogadischu für ein bestimmtes Narrativ für die Menge an Ereignissen. Ruprecht Eser und Wolfgang Salewski drehten bereits ein Jahr nach der Entführung die Dokumentation 106 Stunden zwischen Palma und Mogadischu, die Landhutspassagiere heute. Ebbo de Mont befasst sich 1981 in seinem Film Flugplatz Mogadischu mit Geiseln der Landshut. Heinrich Brilleurs Todesspiel von 1997 wurde geradezu gefeiert, da es dem Opfer Schleier seine Würde als Mensch zurückgäbe und ihn nicht auf das Opfer oder vielmehr das Opferbild reduziere. Frank Schirmacher bezeichnete das Todesspiel daher als ästhetischen Akt der Wiedergutmachung. Aber auch das Schicksal der Landhusgeisel nimmt in diesem Dokudrama einen breiten Raum ein. Wenn ich frage, kennen Sie Georg Linke? Werden die wenigsten wissen,
dass der Bibliotheksangestellte Georg Linke bei der Befreiung von Andreas Baader durch einen Schuss schwer verletzt wurde. Diese Frage ist aber auch Titel eines Fernsehfilms von Dietrich Meissner und Rolf Hedrich aus dem Jahr 1971. Bereits damals thematisierten sie das gesellschaftliche Desinteresse an den Opfern. Die Beispiele zeigen, dass in der medialen Auseinandersetzung mit der RAF die Opfer immer präsent waren, wenn auch nicht so dominant wie die Täter. Der Topos des Desinteresse erscheint somit vor allem als mediales Konstrukt, als eine diskursive Figur. Mogadischu, also die Entführung der Lufthansa-Maschine Landshut und die Geiselbefreiung durch die GSG 9, spielt in dem medialen Opferdiskurs eine große Rolle. Dennoch ist die mediale, publizistische, wissenschaftliche und letztlich immer auch politische Interesse an den Tätern und den Taten unbestreitbar weitaus größer als das Interesse an den Opfern. Dies liegt vor allem daran, dass durch die Beschäftigung mit den Tätern die Taten erklärt und damit auch gesellschaftlich gedeutet werden. Dies ist als Reaktion auf terroristische Anschläge unablässlich und beinhaltet nach Roland Hitzler und Jo Reichertz auch eine symbolische Deutung und Einordnung, wie wir an der Vielzahl von Spielfilmen, Romanen, Theaterproduktionen und letztlich auch Dokumentationen sehen. Diese Deutung oder aktuell Neudeutung des RAF-Terrorismus lässt sich mit dem Schlagwort Kriminalisierung und Entpolitisierung der RAF beschreiben. Das aktuelle Bild wird vor allem an dem immer öfter als Kleinkriminellen bezeichneten Andreas Baader festgemacht und nicht so sehr an der intellektuellen Ulrike Meinhof. Die starke Fokussierung der RAF-Geschichte auf den deutschen Herbst ist dabei auch mit Blick auf die Erinnerungskultur und Politik nicht uninteressant. Es geht bei den Anschlägen vor allem um die Freipressung der Führungsspitze, nicht mehr um irgendwelche politischen Motive, die vielleicht dazu angetan wären, den Terrorismus zu legitimieren, zumindest immer das Potenzial dazu in sich tragen. Auch dadurch wird ein wichtiger Aspekt, vor allem bezüglich der ersten Generation, im Diskurs negiert. Die Heraushebung der Opfer, vor allem der unbeteiligten und unschuldigen Opfer, wie den Fahrern von Schleyer und Buback, und die Beschreibung der Brutalität terroristischer Anschläge, betonen den Aspekt der Gewalt und dienen damit der moralischen Delegitimierung des Linksterrorismus, aber auch der APO, aus der sich die RAF herausgebildet hat. Der Gewaltvorwurf dient im politischen und öffentlichen Diskurs der moralischen Diskreditierung, beispielsweise wenn einer Gesellschaftsform strukturelle Gewalt vorgeworfen wird. Er birgt immer die Gefahr, von einer inhaltlichen Auseinandersetzung abzulenken oder diese gar zu verhindern. Zum Beispiel betont Nicole Collin, ich zitiere, die Darstellung der Brutalität und Unmenschlichkeit, mit der die Täter vorgegangen sind, stellt die Legitimität ihrer politischen Motive radikaler in Frage, als dies wissenschaftliche Analysen zumeist vermögen. Zitat Ende. Dabei interessiert das Opfer als Subjekt jedoch nicht. Das Opfer bleibt in gewisser Weise anonym, auch wenn es einen Namen erhält. Das Opfer wird funktionalisiert für die gesellschaftliche und symbolische Deutung des Terrorismus. Dabei ist auch wichtig, wer im medialen Diskurs als Opfer erscheint und damit auch zum Opfer gemacht wird und wie dies geschieht. Collin kritisiert zum Beispiel, dass in Andres Weils Doppelporträt Blackbox BRD 2001 Alfred Herrhausen, Zitat, nicht als bloßes, sondern vor allem falsches Opfer der systemkritischen Terroristen erscheint. Zitat Ende. Dies gelte ebenso für die Interviews in Anne Siemens Buch Für die RAF war es das System, für mich der Vater, die andere Geschichte des deutschen Terrorismus von 2007. In dieser Kritik wird deutlich, vor welchem Problem Lebensdarstellungen von Opfern stehen. Die Opfer erscheinen entweder als unschuldige, unbeteiligte, falsche oder gerechtfertigte Opfer. Opfer kann man nicht ohne die Tat und ohne einen Bezug zum Täter und dessen Motivation darstellen, denn der Opferstatus definiert sich erst durch die Tat. Somit gibt es, zumindest im medialen Diskurs, kein bloßes Opfer, wie Collin suggeriert. Das bloße Opfer ist nicht erzählbar. Dies gilt insbesondere für bewusst ausgewählte Opfer wie Hans-Martin Schleyer. Daher ist Lutz Hachmeister in seinem Film Schleyer, eine deutsche Geschichte, auch so darauf bedacht, die menschliche Seite Schleyers zu betonen. Die Rhetorik des Films ist, zumindest ein Stück weit, darauf ausgerichtet, die Rechtfertigung der Täter zu widerlegen, ohne dass Hachmeister dies jedoch explizit macht. Das bloße Opfer ist für die gesellschaftliche Deutung des Terrorismus irrelevant.
Die Mehrheitsgesellschaft braucht die unschuldigen, unbeteiligten, die ungerechtfertigten Opfer, um sich quasi dahinter zu versammeln. Nur die unschuldigen Opfer haben eine Funktion für die Integration einer Gesellschaft. Gerade deshalb ist der Opferdiskurs gesellschaftlich so relevant. Im Terrorismus geht es nicht nur darum, Angst und Schrecken zu verbreiten, ebenso soll auch Unterstützungsbereitschaft und Gefolgschaft eingeworben werden. Dafür braucht der Terrorismus ein legitimes Opfer, das auch von denjenigen, von denen er Unterstützung und Gefolgschaft erwartet, potenziell als ein solches angesehen wird. Ohne dies kann Terrorismus als Kommunikationsstrategie nicht funktionieren. Völlige Willkür wäre dysfunktional. Die Opfer der Anschläge vom 11. September 2001 waren in diesem Sinne zufällig, aber nicht willkürlich. Es ist ein immens wichtiger Aspekt des Terrorismus und der gesellschaftlichen Reaktion bzw. dessen Verarbeitung und Deutung, wie Opfer im Diskurs konstruiert werden und wessen Opferdiskurs sich diskursiv durchsetzt. Aus dieser Perspektive war der sogenannte Mascalero-Nachruf 1977 nach dem Mord an Siegfried Buback ein Angriff auf die hegemoniale Opferdeutung, denn Buback wird darin, trotz der explizit formulierten Ablehnung solcher Mordanschläge, als Opfer legitimiert. Damit wird ein gesellschaftlicher Konsens über die Opferdefinition aufgekündigt. Deutungen werden auch durch behauptete oder tatsächliche Schlüsselereignisse geschaffen. So wird zum Beispiel die Frage relevant, was als der erste Schuss gilt. Der Schuss auf Benno Ohnesorg, die Schüsse auf Rudi Dutschke, der Schuss, der Georg Linke lebensgefährlich verletzt hat, der Schuss auf Norbert Schmidt, der erste Polizist, der von der RAF erschossen wurde. Das erste Opfer schafft Legitimation bzw. Delegitimation. Wer das erste Opfer auf seiner Seite weiß, legitimiert seine Reaktion. In diesem Zusammenhang ist auch die Isolationsfolterkampagne der RAF zu verstehen. Die Führungsspitze der RAF stilisierte sich so zum Opfer eines vermeintlichen Staatsterrors. Damit soll die staatliche Reaktion im Nachhinein die Taten legitimieren. Und auch hier haben wir gesehen, dass die Dokumentation Rekonstruktion gleich am Anfang Beispiele dafür zeigt, dass es mit der Isolation nicht so weit her war, ohne es explizit zu machen. Ja, wir sehen die ganzen Bücher, wir sehen, wie eingerichtet die waren. Auch das ist ganz klar in der Rhetorik, gegen einen nicht gemachten Vorwurf zu argumentieren. Seit dem Tod Benno Ohnesorgs am 2. Juni 1967 wurde von linker Seite immer wieder das erste Opfer für sich reklamiert, um den Widerstand gegen den Staat zu legitimieren. Wir müssen uns bewaffnen, soll die einstige Pazifistin Gudrun Enslin nach dem Tod Ohnesorgs gefordert haben. Auch wenn es nicht ganz klar ist, ob es wirklich Gudrun Enslin war, die auf einer SDS-Versammlung am Abend des 2. Juni diese Forderung aufstellte, so wird die Wut und die Angst, die in dieser Situation mitschwang, in der Begründung dazu sehr deutlich. Ich zitiere: Sie werden uns alle umbringen. Ihr wisst doch, mit was für Schweinen wir es zu tun haben. Das ist die Generation von Auschwitz, mit der wir es zu tun haben. Man kann mit Leuten, die Auschwitz gemacht haben, nicht diskutieren. Die haben Waffen und wir haben keine. Wir müssen uns auch bewaffnen. Nach der Befreiung Andreas Baders hat die RAF in ihrer ersten Stellungnahme ähnlich, wenn auch bezüglich eines imaginierten internationalen Zusammenhangs argumentiert. Ich zitiere: Glauben die Schweine, die zuerst geschossen haben, wir würden uns gewaltlos wie Schlachtvieh abknallen lassen? Gandhi und Martin Luther King sind tot, die Kugeln auf Rudi, die Kugeln von Kuras, Dalwitz und Wetter haben den Traum von der Gewaltlosigkeit beendet. Wer sich nicht wehrt, stirbt. Zitat Ende. Im Opferdiskurs geht es also immer auch um eine Selbstlegitimierung und eine Delegitimierung des anderen. Dabei versuchen beide Seiten, ihre Opferdefinition diskursiv durchzusetzen und mehrheitsfähig zu machen. Dies ist ein integraler Bestandteil des gesellschaftlichen Phänomens Terrorismus. In diesem Sinne zielt nicht nur der Terrorist auf ein Publikum ab, sondern eben auch der Staat oder die Gesellschaft. Auffällig ist in diesem Zusammenhang, dass in den frühen Spielfilmen zum Thema die Gesellschaft quasi als Opfer des Staats dargestellt wird. Und der Terrorismus und seine Opfer keine Rolle spielen. Ich erinnere hier nur an die verlorene Ehre der Katharina Blum, Deutschland im Herbst, Messer im Kopf oder die dritte Generation.
Parallel dazu versuchte sich die RAF-Führung durch die Isolationsfolterkampagne selbst zu opfern, zum Teil auch als Märtyrer, hier sei an Holger Mainz erinnert, zu stilisieren. In den Extremen dann letztendlich in der sogenannten Suicide Action. Bislang gibt es, mit Ausnahmen von kennen Sie Georg Linke, für den das aber auch nur eingeschränkt gilt, keinen Spiel- oder Fernsehfilm über die Opfer des RAF-Terrorismus. Mogadischu ist in gewisser Weise der erste. Der vielleicht wichtigste Grund für das geringe Interesse an den Opfern als Subjekt liegt darin, dass die meisten Opfer zufällig sind. So betont Franz Wördemann schon 1977, ich zitiere, Opfer des Terrorismus sterben ohne Namen, es sei denn, sie sterben wegen ihres Namens. Die meisten gehen beiläufig in den Tod, bloße Statisten der Tat, ohne Interesse für den Täter und sein Publikum. Zitat Ende. Das mag zynisch klingen, aber wer kann mir nur ein Opfer des 11. Septembers nennen? Wer kann ein Opfer der Anschläge von Madrid nennen? Oder von London? Und wie heißt der Fahrer von Hans-Martin Schleyer? Wir erinnern uns an die Bilder der Anschläge, an die politischen und gesellschaftlichen Reaktionen, an die Angst, das Gefühl der allgegenwärtigen Bedrohung. Die Opfer sind in diesem Prozess nur Mittel zum Zweck. Peter Waldmann kommt daher zu dem Schluss, dass der terroristische Anschlag nur einen symbolischen Wert hat, Träger einer Botschaft sei. Aber wie ich eben schon erwähnt habe, gilt dies fast ebenso für die gesellschaftliche Reaktion. Auch hier sind Opfer oftmals Mittel zum Zweck. Auch sie werden kommunikationsstrategisch genutzt, um eine Wir-Gemeinschaft gegen die Terroristen, die anderen, die Gegenseite diskursiv zu erzeugen. In den frühen Dokumentationen 106 Stunden zwischen Palma und Mogadischu und Flugplatz Mogadischu stehen die Menschen, nicht das Ereignis als solch im Vordergrund. Die Filme gehen der Frage nach, wie es den Opfern ergangen ist, in der Maschine, Flugplatz Mogadischu, und in der Zeit danach, 106 Stunden. Beide Filme setzen dabei voraus, dass die Zuschauer mit den Geschehnissen hinreichend vertraut sind, denn die Ereignisse, geschweige denn deren Hintergründe, werden nicht erläutert. Ruprecht Eser und Wolfgang Salewski sprechen in 106 Stunden zwischen Palma und Mogadischu bereits 7 Monate nach der Entführung mit einigen Opfern, Älteren, Jüngeren und vor allem Familien. Dabei geht es im Wesentlichen um die Zeit nach der Entführung. Wie haben Sie das Ereignis verarbeitet? Welche Hilfe haben Sie vom Staat erhalten bzw. nicht erhalten? Und unter welchen psychischen Folgen leiden Sie? Der Film versucht den Opfern ein Gesicht zu geben, sie aus der Anonymität zu holen. Dies wird besonders am Schluss deutlich. Es ist nicht beschreibbar, nicht wiedergebbar, sagte eine der Geiseln kurz nach der Befreiung. Dies gilt nicht nur für die 106 Stunden in der Landshut, es gilt auch für die Zeit danach. Die Ängste, Geräusche und Bilder, die sich immer wieder ins Bewusstsein bringen. Die Hilfe müsste hier wohl anders aussehen als bisher. Was mich immer wieder beschäftigt, ist, ob ich selbst alleine feststellen kann, dass ich psychisch vollkommen ohne Schaden davon weggekommen bin. Wenn ich das träume, weiß ich wieder nicht, was es ist. Und ich glaube, ich denke auch gar nicht an bestimmte Momente, sondern habe einfach Angst. Wovor, weiß ich nicht genau. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, dass gerade die Erschießung von dem Schumann und das Fesseln im Flugzeug, wo sie uns anstecken wollen, dass das wirklich ja so die grausamsten Erinnerungen sind, ja? Für mich ist es unheimlich wichtig, wenn ich mal jetzt irgendjemand von der Regierung mal sprechen kann und könnte mich damit auseinandersetzen. Das ist für mich ein unheimliches Problem, dass sich weiter keiner um einen kümmert, dass man also nicht mal wirklich mal alles durchdiskutieren kann, was man möchte. Mit den Zwischenschnitten auf die Halbtotale des Flugzeugs erinnert ESA an die Bilder, die wir von der eigentlichen Entführung kennen. Ein Flugzeug auf einer Wüstenpiste, ein Bild voller trügerischer Ruhe. Mit dieser Gegenüberstellung von Flugzeug und Statements wird einigen der unbekannten Passagieren ein Gesicht gegeben. ESA nimmt sie als Opfer ernst. Gleichzeitig zeigt er damit, wie wenig Nachrichtenbilder über ein solches Ereignis das Erleben der Opfer und die psychischen Folgen erzählen können. Die Aufnahme der Landshut ist kein Bild, das kennzeichnend wäre. Es steht, wenn überhaupt, in gewisser Weise sehr allgemein für Flugzeugentführungen, die in den 1970er Jahren zunahmen.
Isa fragt häufig danach, was seine Interviewpartner anderen raten würden, wenn diese in eine solche Situation kämen. Er sieht die Landshut also vor allem im Kontext solcher Entführung. Eine Kontextualisierung in den deutschen Herbst fehlt völlig. Auch Ebo Dumont ist in seinem Interviewfilm Flugplatz Mogadischu nicht an einer detaillierten Rekonstruktion der Ereignisse interessiert. Das ist heute auch aufgrund des zeitlichen Abstands viel wichtiger. Ohne einen erklärenden Kommentar lässt er einige der Landshut-Geiseln über ihr Erleben erzählen. Anders als Esa geht es ihm jedoch nicht um die Zeit danach, sondern in erster Linie um ihr persönliches Erleben, ihre Gedanken während der Geiselhaft. Es sind dabei nicht nur die Gedanken an den eigenen Tod. Dumont fragt auch nach dem Mitleid mit den Tätern, die von den Interviewten auch als Opfer bestimmter Umstände wahrgenommen werden. Sie bringen ihnen gegenüber in gewisser Weise Verständnis auf. Angedeutet wird dabei ebenfalls eine Verortung der Entführung im Rahmen des Palästinenserkonflikts, denn nur vor diesem Hintergrund wird die Geiselnahme für die Opfer nachvollziehbar. In den aktuellen Produktionen findet sich eine solche Perspektive nicht mehr. Dies liegt auch an der Verschiebung des Kontexts. Ziel des internationalen palästinensischen Terrorismus der 1970er Jahre war es, die Welt auf die Situation der Palästinenser und ihren Befreiungskampf aufmerksam zu machen. In gewisser Weise inszenieren sich die Täter dabei als Opfer, die aus der eigenen Ohnmacht heraus zu Tätern werden müssen. Dies war zumindest die den Anschlägen zugrunde liegende Kommunikationsstrategie, die den Kampf der Palästinenser als gerechtfertigt und damit politisch und moralisch legitimierten Widerstand darzustellen versuchte. Diese Motivation ist für die Geiseln scheinbar verständlich, auch wenn sie das eingesetzte Kommunikationsmedium Gewalt ablehnen. In den aktuellen Produktionen wird hingegen die RAF als die eigentlichen Urheber und damit Nutznießer der Anschläge betrachtet. Der RAF ging es aber nur noch um die gnadenlose Freipressung einer Führungskader. Für diese Motive hegt keiner der Geiseln Verständnis. In beiden Filmen äußern sich die Interviewten eher negativ über die deutsche Regierung. Bei Dumont wird betont, dass die Geiseln nicht freiwillig, nicht für das Vaterland sterben wollten und sich von der Regierung im Stich gelassen fühlten. Sie fühlten sich eher als Opfer des Staates, der sie als unbescholtene Bürger nicht austauschen will. In Esas Film kritisieren die Befragten und Esa in seinem Kommentar die schlechte medizinische bzw. psychotherapeutische Betreuung nach der Befreiung. Auffällig bei den beiden Filmen ist, dass die Geiseln als Opfer palästinensischer Flugzeugentführung dargestellt werden. Ein Bezug zur RAF, zum sogenannten Deutschen Herbst, wird nicht hergestellt. Im Gegenteil, durch einen O-Ton Schmiss wird im Flugplatz Mogadischu explizit der internationale Terrorismus, seinerzeit der palästinensische, genannt. Das ändert sich in der neuen Auseinandersetzung völlig. Der palästinensische Hintergrund wird zwar erwähnt, aber die Entführung wird ausschließlich als eine Art Auftragsarbeit der RAF dargestellt und dabei wird auch ein bestimmtes Narrativ etabliert. Heinrich Brilleur rekonstruiert in seinem zweiten Teil seines Dokudramas Todesspiel die Entführung der Landshut als ein emotionales Drama, das er aus Nachrichtenbildern, Interviews mit damals Beteiligten und nachgestellten Szenen, sogenannten Reenactments, montiert. Ähnlich funktioniert Das Wunder von Mogadischu von Stefan Brauburger, Oliver Hamburger und Stefan Vogel aus dem Jahr 2007, auch wenn die Spielszenen hier deutlich weniger erzählerische Eigenständigkeit haben. Dafür ist der erklärende Kommentar dominanter, der bei Brilleur nur sparsam eingesetzt wird. Durch die Spielszenen können diese beiden Produktionen Bilder aus dem Inneren der Landshut zeigen, können die Geiselhaft für die Zuschauer erfahrbar machen. Dies führt zu einer Emotionalisierung und Dramatisierung. Hervorgehoben werden dramatische Momente, dabei werden aber auch neue Bilder und neue Erfahrungen generiert. Todesspiel und Das Wunder von Mogadischu etablieren in der Erzählung, wenn man so will, drei Heldenfiguren. Die Stewardess Gabriele Dillmann, den tragischen Helden Jürgen Schumann und die GSG 9. Auch der Fernsehfilm Mogadischu ist erklärtermaßen, so die Produzentin Gabriela Sperl, eine deutsche Heldengeschichte und verfestigt dieses Heroismus-Narrativ. Im Gegensatz zu 106 Stunden zwischen Palma und Mogadischu und Flugplatz Mogadischu betonen die Filme nicht die Gefühle der Geiseln, vom Staat im Stich gelassen zu werden, auch wenn dies natürlich angesprochen wird, sondern zeigen die vielfältigen Bemühungen der Regierung hinter den Kulissen, um die Geiseln zu retten. Das sich im Stich gelassen fühlen wird damit implizit zur falschen Wahrnehmung erklärt, die darin zum Ausdruck kommenden Vorwürfe entkräftet. Der Staat wird als handlungsfähig und besonnen inszeniert.
Schumann und Dillmann erscheinen nicht als passiv erleidende Geiseln, sondern bewahren in der Darstellung menschliche Größe und Mut. Ursprünglich war daher für den ARD-Fernsehfilm auch ein Titel im Gespräch, der diesen Aspekt betont und gleichzeitig Gabi Dillmann eine herausragende Rolle zugewiesen hätte, der Engel von Mogadischu. Schumann und Dillmann werden so als Figuren inszeniert, die sich nicht ohnmächtig dem Schicksal, dem Terrorismus ergeben, sondern seiner Gewalt bestmöglich widerstehen. Sie werden als Identifikationsfiguren aufgebaut. So heißt es bereits in einer Kritik zum Todesspiel, ich zitiere: Während die Täter in dieser TV-Geschichtslektion verblassen, treten die Opfer umso deutlicher in den Vordergrund. Briseleur setzt der Landshut-Stewardess Gabi Dillmann ein Denkmal. Sie ist es, die den Passagieren Mut macht, die sich einen bescheidenen Freiraum gegen den Chef der Entführer erkämpft. Anders als die anderen nach 20 Jahren vor der Kamera erscheinen Gesichter der Landshut-Opfer, zeigen ihre Züge keine Spur mehr von Trauma. Zitat Ende. Aus medienwissenschaftlicher Sicht muss man dies jedoch als einen Effekt der Inszenierung begreifen. Per Ferndiagnose ist nicht zu beurteilen, ob ein Zeitzeuge noch traumatisiert ist oder nicht. Für die Rezeption von Fernsehdokumentationen ist vielmehr relevant, ob sie traumatifiziert werden. Traumatifizierung ist dabei ein Begriff, den Judith Keilbach mit Blick auf Geschichtsdokumentationen in die Debatte eingeführt hat. Sie begreift Traumatifizierung als eine spezifische Inszenierungsstrategie für Zeitzeugeninterviews durch die Akzentuierung einzelner Elemente ihrer Aussagen durch formale Verfahren. Ich zitiere weiter: Ebenso wie die bruchlose Erzählung sind also auch die traumatischen Erinnerungen in den Geschichtsdokumentationen medial erzeugt. Nicht die Traumatisierung des Gesprächspartners, sondern ihre Traumatifizierung durch die Sendung gilt es genauer zu beschreiben. Dabei ist immer auch nach den vergangenheitspolitischen Strategien zu fragen, denen die Traumatifizierung ausgewählter Zeitzeugen zuarbeitet. Zitat Ende. Im Todesspiel ist beispielsweise auffällig, dass Helmut Schmidt traumatifiziert wird, Gabi Dillmann hingegen nicht. Nur indem sie als mediale Figur keine Zeichen von Trauma mehr zeigt, kann sie ihrer Heldenrolle gerecht werden. Dillmann muss dem Terrorismus widerstehen, auch im Nachhinein. Da ist hier die fehlende Traumatifizierung signifikant. In Flugplatz Mogadischu ist dies zum Beispiel nicht der Fall. Dort wird ihr auch keine hervorgehobene Rolle zugewiesen. Sie wird als eine Geisel unter anderem dargestellt. Zwar etablierte bereits Briseleur das Heldennarrativ, doch erst in Das Wunder von Mogadischu und Mogadischu wird die tragende Rolle von Kapitän Schumann, wird die tragische Rolle von Kapitän Schumann auch aufgrund neuer Rechercheergebnisse ausgestaltet. Auch die obligatorische Dokumentation zum Fernsehevent Mogadischu, die Dokumentation, verwendete viel Zeit auf die Erklärung seiner Heldentaten. Im Todesspiel scheint Kapitän Schumann ebenso wie Dillmann vor allem um kleine Freiräume zu kämpfen. Er setzt sich dabei aber deutlicher zur Wehr, indem er zum Beispiel Informationen nach außen schmuggelt und sich explizit für seine Passagiere einsetzt. Das Wunder von Mogadischu und Mogadischu zeigen ihn darüber hinaus als aktiv Handelnden. Er setzt sich von der Maschine ab, um in anderen den Weiterflug zu verhindern. Es ist ihm dabei bewusst, so wird zumindest suggeriert, dass er dafür von den Geiselnehmern erschossen wird. Er geht erhobenen Hauptes in den Tod. Sein Einsatz wird somit als ein Selbstopfer dargestellt. Schumann und Dillmann kämpfen mit ihren Mitteln als zufällig Betroffene gegen den Terrorismus. Sie dienen so als Identifikationsfiguren, die dazu angetan sind, ein Wir-Gefühl zu evozieren. Damit entsteht in der filmischen Rhetorik quasi eine Front gegen den Terrorismus, der aus Regierung, GSG 9 und den Opfern hier als Stellvertreter der Bevölkerung erscheint. In Mogadischu wird dieser Effekt unter anderem dadurch erzeugt, dass Dillmann und Schumann im Gegensatz zu den anderen Protagonisten als einzige jeweils in einer kurzen privaten Szene eingeführt werden. Sie werden dadurch schon aus der Masse der Opfer herausgehoben, wenn auch nur sehr dezent. In der deutschen Erinnerungskultur hinsichtlich der Taten der RAF wird vor allem den prominenten Opfern wie Schleyer, Ponto, Herrhausen gedacht. Die Fahrer und Polizisten, die von der RAF getötet wurden, bleiben weiterhin unbekannte Opfer zweiter Klasse. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass nach den Anschlägen des 11. September in Amerika Gegenteiliges zu beobachten war. Heinz Steinhardt arbeitet in einer Analyse heraus, wie in der öffentlichen Wahrnehmung die sozialen Unterschiede der Opfer negiert und wie dies funktionalisiert wurde. Ich zitiere: Durch Familisierung und Absenkung der betroffenen Schicht wurde Middle America und in der Folge ganz Amerika zum Opfer der Angriffe erklärt. Zitat Ende.
Mit Mogadischu, also diesem Narrativ Mogadischu, wird ebenfalls ganz Deutschland zum Opfer. Und ganz Deutschland wird von der Regierung gerettet. Der Staat setzt sich für die kleinen Leute ein, nicht für den kapitalistischen Wirtschaftsführer. Der Boss der Bosse wird geopfert. Mogadischu zeigt damit, dass der Staat keine Marionette der Wirtschaft ist. Das macht Brilleur bereits im ersten Teil des Todesspiels deutlich. Hans-Jürgen Wischnewski betont nach ca. 15 Minuten im ersten Interviewausschnitt des Films, dass sich die Terroristen geirrt hätten, wenn sie dächten, dass der Staat für einen Wirtschaftsführer alles tun würde, da diese die eigentlichen Herrscher seien. Schleyer ist als geopfertes Opfer damit eine wichtige Figur im Opferdiskurs. Dies wird vor allem im Todesspiel betont, genauer gesagt konstruiert als Effekt des filmischen Diskurses. Brilleur inszeniert dieses Opfer als persönliches Dilemma von Helmut Schmidt, den er traumatifiziert, dem er durch Waltraude Schleyer aber ebenso die Absolution erteilt. Durch diese Traumatifizierung evoziert ein Film die Wahrnehmung eines Zeitzeugen als Opfers. Emotionale Ausbrüche, lange Gesprächspausen, das Suchen nach Worte, das Verstummen sind solche Elemente, durch die ein Interviewpartner als traumatisiert inszeniert, also traumatifiziert wird. Zum Beispiel durch mehrere lange Redepausen von Helmut Schmidt, die Brilleur im Todesspiel zeigt. Er hätte sie auch rausschneiden können, indem er sie drin lässt und bewusst verwendet, traumatifiziert er ihn. Mit ganz wenigen Szenen wird Helmut Schmidt so als ein persönliches Opfer der RAF inszeniert. Dadurch entsteht eine ungeheure Personalisierung und auch Dramatisierung des Konflikts. Traumatifizierung soll Nähe erzeugen und den Zuschauer affizieren. Damit wird Helmut Schmidt dem Zuschauer ebenso als Identifikationsfigur angeboten. Durch diese Inszenierungsstrategie soll Verständnis für sein, also das staatliche Handeln, erzeugt werden. Dies wird verstärkt durch Waltraude Schleyers Äußerung am Ende des Films. Ich sage das noch heute, dass der Mann echt ergriffen war. Auch wenn er nichts getan hat. Für ihn war das schrecklich, das glaube ich einfach. Dieser moralische Freispruch ist der letzte Satz des Films. Er konstruiert nochmal das Trauma Schmidts, denn ihm wird von einer der Hauptbetroffenen des Anschlags quasi das Recht dazu zugesprochen, als traumatisiert zu gelten. Ähnlich wie in Schleyer eine deutsche Geschichte, fungiert Waltraude Schleyer damit auch im Todesspiel als geschichtsdeutende Instanz. Den Aspekt, dass durch Mogadischu ganz Deutschland zum Opfer gemacht wird, wird eigentlich in der symbolischen Bedeutung in vielen Fernsehdokumentationen kaum berührt, da Schleyer und Mogadischu oftmals eher getrennt behandelt werden. In der Regel fokussiert ein Film auf einer der beiden Entführungen, die andere wird nur am Rande behandelt. Wie bereits betont, verorten die beiden frühen Dokumentationen die Geisel zudem in einem Opferdiskurs hinsichtlich des internationalen palästinensischen Terrorismus der 1970er Jahre. Dennoch ist in Mogadischu als sprachliches Superzeichen eine solche Symbolik zu sehen, beziehungsweise eine solche Symbolik wird konstruiert. Sie wird in den unterschiedlichen Dokumentationen zunehmend wichtiger. Dass Hans-Martin Schleyer zur Opferikone im RAF-Diskurs geworden ist, liegt nicht nur daran, dass er bereits zuvor eine prominente Persönlichkeit der bundesdeutschen Gesellschaft war. Wichtig ist noch, dass er zur Geisel gemacht wurde. Denn, wie Thomas Schäffler es ausdrückt, Geiselnahmen bieten im Gegensatz zum Mord ein hochpersonalisiertes menschliches Drama. Geiselnahmen können daher der Intention der Geiselnehmer zuwiderlaufen, da sie eine emotionale Identifikation mit dem Opfer ermöglichen. Ein Aspekt, den die RAF sicherlich unterschätzt hat. Dies liegt vor allem daran, dass eine Leidenszeit imaginiert werden kann und immer die Hoffnung nach einem glücklichen Ausgang besteht. Gewalt ist dabei als Prozess, also in ihrem Verlauf, wahrnehmbar. Der Mordanschlag hingegen setzt auch das Publikum vor vollendete Tatsachen. Identifikationsstiftend sind Geiselnahmen vor allem, wenn es sich in der öffentlichen Wahrnehmung um unschuldige, unbeteiligte Opfer handelt, um Opfer, in denen sich die durchschnittliche Bevölkerung wiedererkennen kann. Und dies gilt für die Landshutpassagiere unbestritten. Eine klammheimliche Freude kann man an diesen Opfern nicht mehr empfinden. Die Heraushebung solcher Opfer im öffentlichen Diskurs kann daher auch dazu dienen, Sympathisanten in eine Legitimationsnot zu bringen. Schleyer als Opferfigur hingegen lässt sich aus linksextremistischer Sicht ganz anders legitimieren, als Ausbeuter, als alter Nazi etc. Vielleicht ist es daher auch nicht überraschend, dass in 106 Stunden zwischen Palma und Mogadischu die Familie, also gerade auch Kinder, Symbol für Unschuld, und in aktuellen Produktionen vor allem junge Frauen, das oftmals so bezeichnete schwache Geschlecht, und ältere Menschen als Opfer auftauchen.
Das öffentliche Bild von Schleyer ist mittlerweile geprägt durch die Polaroid-Fotos, die ihn in den Händen der RAF zeigen. Diese Aufnahmen sind in das Bildergedächtnis der Bundesrepublik eingegangen. Bundestagspräsident Norbert Lammer ging in einer Rede auf dieses Bild ein. Ich zitiere: Die Angehörigen haben miterleben müssen, dass ihr Schicksal in unserer Gesellschaft nicht immer mit dem gebotenen Respekt behandelt wurde und wird. An diesem Respekt mangelt es aus meiner Sicht, wenn zum Beispiel das Bild des gefangenen Wirtschaftsführers täglich geradezu als Logo von Zeitungsserien über die RAF verwendet wird. Ein Bild, das die RAF bewusst in Szene gesetzt hat. Die demonstrative Demütigung eines verhassten, zum exemplarischen Feindbild erklärten Managers wird gewissermaßen posthum fortgesetzt. Ein Markenzeichen nicht nur der RAF, sondern ein Symbol der Gedankenlosigkeit der Öffentlichkeit im Umgang mit Bildern und mit Menschen. Zitat Ende. Lammer argumentiert hier ethisch-moralisch, aber die Bilder Schleyers sind längst ins kollektive Gedächtnis der Bundesrepublik eingegangen und reproduzieren es fortwährend. Für Susan Sonntag, ich zitierte es bereits, bedeutet Erinnern immer weniger, sich auf eine Geschichte zu besinnen und immer mehr ein Bild aufrufen zu können. Wer die Bilder bestimmt, bestimmt also die Geschichte, an die wir uns erinnern. Daher hat Lammert recht, wenn er einen bewussteren Umgang mit Bildern fordert. Er verkennt dabei aber die vorhandenen integrierenden Funktionen der Schleierbilder, denn auch sie dienen der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung. Zudem können Bilder im prozessualen kollektiven Gedächtnis umgedeutet werden. Das Bild Schleyers impliziert heute auch die Unbeugsamkeit des Staates und das Scheitern der RAF. Verweisen darauf, dass die RAF heute Geschichte ist, wenn auch keine abgeschlossene, geschweige denn eine aufgearbeitete. Schleyer wird zum zentralen Opfer der RAF. Das betont seine Rolle als geopfertes Opfer. Der tote Schleyer verweist auf die Überlebenden der Landshut. Und noch eine ganz letzte Bemerkung zum ganzen Opferdiskurs. Es gibt eine Opfergruppe, die in keiner Dokumentation auftaucht, im ganzen Diskurs völlig negiert wird. Hat irgendjemand eine Ahnung? Das sind diejenigen, die bei Polizeikontrollen und Hausdurchsuchen unschuldig erschossen wurden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.